Hallo liebe Aqua Latium Freunde, liebe Aqua Fit Mitglieder, ich bin's wieder Farshad, der Neue im Team Aqua Fit wieder. Ich habe euch heute ein paar Übungen, drei Übungen für die Schultermuskulatur und eine Übung für Trizeps vorbereitet. Das machen wir gemeinsam und fangen wir mit Aufwärmen an. Also Aufwärmen, damit wir unsere Schulter ein bisschen aufwärmen können, einfach im Kreis drehen, so 20 Wiederholungen nach vorne. Und dann 20 nach hinten, rückwärts. Ganz wichtig, aktive Schulter. Wir drehen nicht nur die Unterarme, sondern mit Schulter nach hinten. Und wenn ihr noch mehr Zeit braucht, nochmal nach vorne. So, wir fangen an mit Schulterdrücken. Ich habe schon ein bisschen Material damit vorbereitet. Jeder hat zwei Flaschen zu Hause, wenn nicht Bücher oder etwas, was ein bisschen Gewicht hat. Könnt ihr in Hand nehmen und dann geht es los. Also die erste Übung ist Schulterdrücken, das kennt vielleicht, das kennt viele. Das machen wir so, die Hände neben dem Ohr, also auf dem Ohrläppchen, in einer Linie mit dem Ohrläppchen, über den Kopf seitlich hoch und wieder runter. Das machen wir mit den Trinkflaschen, das sieht so aus, von Ohrläppchen seitlich hoch, wieder runter. Das Ganze machen wir 10 Wiederholungen. 3. Worauf ihr achten muss, bitte die Hände und die Arme in eine Linie mit dem Kopf oder Körper, nicht die Arme nach vorne kommen. Wir wollen aktiv unsere komplette Schultermuskulatur trainieren, also die komplette Seite, vordere, mittlere und hintere. Deswegen die Arme in eine Linie mit dem Kopf, aktive Brustmuskulatur nach vorne, über den Kopf seitlich, wieder runter, hoch. Wieder runter, hoch, wieder runter. Das macht ihr bitte 10 Wiederholungen. Das kombinieren wir mit noch zwei anderen Übungen, seitlich und front. Das zeige ich euch und dann machen wir mit Trizeps weiter. Also seitliche, wir machen Seitheben, auch wieder mit Trinkflaschen. Die Ellbogen drehen wir nach vorne. Wie ihr seht, die Arme leicht gebeugt. Nach vorne, Brustmuskulatur. Nach vorne, seitlich hoch, also das heißt, wir heben mit Ellbogen, als ob wir einen Schalter anmachen und ausmachen wollen, hoch, wieder runter, das machen wir 10 Wiederholungen, 3, 4, 5, 6 und ihr macht natürlich 10, ich mache nur 5 oder 6 Wiederholungen, damit ihr wisst, wie das geht. Und dann machen wir mit Front weiter. Front ist genauso wie, die Haltung ist genauso wie Seitheben. Die Ellbogen drehen sich nach vorne. Und hochheben, wieder runter, hoch, wieder runter. Worauf ihr achten müsst beim Heben, beim Hochheben, bitte die Rücken stabil bleiben. Das heißt, beim Heben kommt ihr nicht nach hinten, sondern nur die Arme bewegen sich. Hoch und runter. Hoch und runter. 4, 5, 6. Was ich vorbereitet habe, also was ich gedacht habe, ihr macht bitte das alles nacheinander ohne Pause. Das heißt, ihr macht erstmal 10 Schulterdrücken, 10 Seitheben, 10 Frontheben. Das ist ein Satz und dann eine Minute Pause. Nochmal 10, 10, 10, eine Minute Pause, 10, 10, 10, eine Minute Pause. Das heißt, insgesamt macht ihr 3 Sätze. Ohne Pause, also Front, Schulterdrücken, Seitheben, Front und dann, wenn ihr fertig seid, macht ihr Trizeps. Zeige ich euch natürlich wie. Trizeps, jeder hat einen Stuhl zu Hause und wir machen auch mit Stuhl. So 90 Grad, also die Position kennen viele, zeige ich euch natürlich wie. 90 Grad Winkel, Beine. Und Oberkörper wieder gerade. Ganz was wichtig ist, wenn wir runterkommen, die Ellbogen zeigen nach hinten, nicht nach außen gehen, weil dann können wir unsere Schulter ein bisschen verletzen. Die Ellbogen nach hinten zeigen, Brustmuskulatur nach vorne, schon runter, 90 Grad Winkel, wieder hoch, runter, wieder hoch, runter, wieder hoch. Das macht ihr auch bitte 3 Sätze. 10 Wiederholungen. Bleibt am Ball, kommen die nächsten Videos auch und viel Spaß!